Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Könnt ihr euch noch an dieses Tuch erinnern, an das Farbenspieletuch? Das gibt es auch als erstes in eurem wolligen Telegramm geschenkt. Also nicht das Tuch, sondern die Anleitung zu diesem Tuch. Und dieses Tuch ist aus der Farbenspiele und aus der Tünnlein von Sandnesgarn. Also das Bunte sind die Farbenspiele und die einfarbige Wolle ist die Tünnlein von Sandnesgarn. Ein Baumwoll-Leinen-Gemisch, wundervolle Wolle. Und ich finde, die Kombination ist gerade so herrlich. Und leider wird dieses gar nicht mehr hergestellt. Und ich wollte dir einfach mal zeigen, welche vier Farben wir noch da haben und vor allem, mit welchen Farben von der Sandniswolle, also von der Tünnlein, kannst du die bestehenden Farben, die ich noch habe, super gut kombinieren. Und das zeige ich dir in diesem Video. Die Stränge der Farbenspiele sind so wunderbar. 100 Gramm, 420 Meter und eine Kombination, eine Mischung aus Schurwolle, Maulbeerseide und Rami, also 100% Natur. Und die sind einfach so wunderschön. Und ich finde, die Stränge sagen nicht viel darüber aus, wie es denn dann verstrickt aussieht, aber die Bobbel, ich zeige sie dir mal, das ist eine Farbe, das ist grün, blau und gelb, also wundervoll. Und das ist Farbe 11, also wenn du im Onlineshop guckst, das ist Farbe 11, eine der letzten vier Farben, die ich aktuell noch habe. Und ich finde, man kann, wenn man jetzt dieses Tuch machen möchte, diesen Strang super gut mit einem Dunkelblau kombinieren. Also das ist auch das Dunkelblau, was in meinem Tuch drin ist, was ich gerade trage. Also ich finde, diese Töne mit einem Dunkelblau, das wird richtig gut wirken. Also wichtig ist, wenn du so einen Strang nimmst, um diese Wirkung von diesem Tuch wirklich richtig hervorzubringen, dass du was nimmst, was einen Kontrast hat. Also hier ist es ja auch so, das sind so helle Fliedertöne. Leider gibt es natürlich diese Farbe nicht mehr. Und das habe ich mit Dunkelblau kombiniert. Und durch diese, ja, einfach diesen Farbunterschied, diese Farben kommen die dann halt einfach richtig raus. Also hier ist auch noch so ein gestreifter Abschnitt. Und wenn die Farben zu nah beieinander sind, dann ist das halt, dann verwischt das. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, weil diese Farbe ja richtig knallt, ich könnte mir das auch vorstellen, mit einem Hellblau zu kombinieren. Ich weiß gar nicht, ob du das gut sehen kannst. Dieses Hellblau ist zwar nicht da wirklich drin, aber es würde einen richtig schönen Kontrast zu diesem Grün, Gelb und Blau geben. Und damit du das besser im Online-Shop dann auch bestellen kannst. Dieses Hellblau ist die Farbe 5930. Also wenn du das mit Hellblau kombinieren möchtest, dann wird das Tuch halt in sich halt heller. Wenn du das lieber dunkler haben möchtest, so wie das, was ich jetzt anhabe, dann würde sich natürlich die Farbe sehr gut eignen, dieses Dunkelblau. Und das ist die Farbe 6364. Also ich finde das, also das wäre schon mein Favorit. Ja, und die nächsten drei Farben, die ich noch habe, die zeige ich dir natürlich auch noch. Du kannst aus den Farbenspielen natürlich nicht nur ein Dreieckstuch machen und das mit der Tünnlein kombinieren, sondern du kannst auch hier, wie ich das hier habe, einen Schal erstellen. Da haben wir auch das Strickset drin. Also da ist dann quasi nur die Farbenspiele involviert. Du kannst aber auch deine eigene Kreation erschaffen. Natürlich nur so lange, wie noch Stränge da sind, weil was ich dir jetzt hier vorstelle, sind wirklich die letzten Stränge. Ich glaube hiervon, das ist Anthrazit, Grau, Hellgrau, das ist der letzte Strang, der noch als Strang ist und ich habe einen, habe ich noch gewickelt. Also das sind die letzten beiden in der Farbe, das ist Farbe Nummer, was war das jetzt hier, 14. Ich halte es dir mal ein bisschen näher ran. Also das ist auch eine sehr, sehr klassische Kombination, richtig schön. Und wenn man es klassisch kombinieren möchte zu diesem asymmetrischen Dreieckstuch, dann könntest du das zum Beispiel so machen, mit einem hellen Grau, sehr, sehr klassisch. Das ist Farbe Nummer 7521, was aber eine Kundin auch gemacht hat, mit einem Grün zu kombinieren. Das ist ein helles Grün, das ist Farbe 6841, sieht auch richtig, richtig gut aus. Also, wie gesagt, die letzten zwei Farbenspiele in Grau Anthrazit. So, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Ich habe nämlich noch zwei Farben. Wir sind total ähnlich. Der eine ist ein bisschen kräftiger. Das ist diese Farbe hier. Das ist Farbe Nummer 30. Ich habe die auch gewickelt. Ich zeige die euch mal näher. Die sieht auch im Onlineshop ein bisschen anders aus. Da ist nämlich nur der gewickelte Bobbel zu sehen und nicht der Strang, damit man die gut unterscheiden kann und nicht mit der anderen Farbe verwechselt. Und ich finde, diese Farbe, das ist halt gelb, orange und auch so ein leichter Magenta-Ton, wie ich finde. Der sieht auch mit einem Dunkelblau richtig gut aus. Also da müsst ihr euch das vorstellen, das wird so ähnlich aussehen wie dieses Tuch hier einfach. Nur dass es halt hier nicht das Lila ist, sondern dass da dann halt dieses
Ich kann es ja auch mal hier rumhalten, dann sieht man zwar nicht so gut den Kontrast. Also es wird auf der Seite dann einfach dieser wundervolle Farbverlauf kommen. Ich hänge jetzt mal lieber aufs Blaue, weil ich finde, diese Farbkombination ist einfach so total wunderschön. Und ich zeige dir jetzt mal das andere, dass du halt den Farbunterschied halt auch im Video siehst. Du siehst, der eine, der hier, der äußere, der ist viel dunkler als der. Und das kann ich halt im Onlineshop immer total schlecht vorstellen oder halt zeigen. Das geht am besten hier so im Video, dass du halt einfach die Unterschiede siehst. Und der hellere Strang, das ist Nummer 12. Das ist der hellere Strang. Ich kann auch nochmal die Stränge halt vergleichen. Da sieht man einfach auch, dass der andere halt einfach noch so einen Magentaton halt mit drin hat, was der halt einfach nicht mit drin hat. Und auch da finde ich, passt halt super gut das Dunkelblau. Also ich finde, das ist so Hammer. Das ist so ein Hammer-Kontrast. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und ja, am besten halt hier nochmal am Bobbel halt gezeigt, das Dunkelblau mit dem Orange. Und ich kann nur sagen, schlag zu, solange der Vorrat reicht, weil ich habe von manchen Farben nur noch zwei Stränge oder teilweise nur noch einen Strang und einen schon als Bobbel gewickelt. Und kannst du dich dann auch für den Schal entscheiden, wenn du jetzt unbedingt ein Strickset gerne haben möchtest. Für den Schal brauchst du einmal Farbenspiel, aber das ist automatisch dann auch im Strickset mit drin. Und für das Tuch kriegst du einmal Farbenspiele und zweimal von der Tünnlein. Und da musst du dich dann einfach nur entscheiden, ja, welche Farben du einfach kombinieren möchtest. Und da ist dann halt deiner Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Also warte nicht mehr zu lange, weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Und es sind so wundervolle Frühlingsfarben halt auch mit dabei. Und ich zeige dir nochmal alle vier Farben, damit du die nochmal im Überblick hast. Das sind die Farben, die ich noch da habe. Grau, Grün, Blau, Gelb und dann halt die beiden Orange-Gelbtöne. Ja, dann würde ich sagen, greif zu, solange noch welche da sind. Die werden leider nicht mehr produziert. Und die Anleitung kriegst du natürlich auch dazu, wenn du ein Strickset nimmst. Oder du trägst dich in mein wolliges Telegramm ein, dann kriegst du die Anleitung als erstes Geschenk. Kann ja sein, dass du eine andere Lieblingswolle hast, aus der du dieses wundervolle Tuch mit diesem wundervollen Kontrastborte stricken möchtest. Dann trag dich super gerne ein. Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss.